Guten Morgen, meine Lieben. Das letzte Mal aus Italien. Noch auf dem Balkon. Ich zeige euch nochmal den wundervollen Strand und das Meer. So schön. Heute schaut es auf jeden Fall von der Temperatur aus besser als gestern, oder Michelle? Die werden sich auch nicht so schrecken. Ja. Die Michelle gönnt sich nochmal auf Cornflakes. Es ist aktuell 6 Uhr. In der Früh, hier ist eine Messe. Schaut halt aus wie so ein Gottesdienst. Voll schön irgendwie. Ja, das ist doch voll angenehm, ist gar nicht so kalt, gell? Wir sind gerade am Zusammenpacken. Ich helfe dir, mein Schatz. Ja, ich zieh dich gleich. Der Kleine schläft noch. Lisa möchte, dass ich sie anziehe. Das mache ich gleich. Hier ist der Patrick, der putzt noch Zähne und die Lara schläft auch noch. Wir sind alle fertig, wir haben alles zusammengepackt. Außer den Müll, den haben wir nicht mitgenommen, natürlich. So Essensreste, was uns übergeblieben ist. Ja, es kommt auch die Sonne raus. Und wir. Die Sonne ist nicht da. Aber wir gehen jetzt. Komm. Komm, Lisa sagt Tschüss, Mia. Tschüss. Tschüss, habt ihr. Ja, wir haben jetzt 3000 Mal kontrolliert, ob man alles dabei. Der Patrick kann vielleicht noch was halten. Weil die kannst du ihr iPad halten. So. Hm? Ja, passt schon, das ist egal. So. Let's go. Den Schlüssel lassen wir da. Komm da. Komm. Geh! Welches Essen? Diese halbe Melone, diese Viertelmelone? Ja, die lassen wir da. Hast du noch eine Hand frei, um zu sperren? Oder Licht vielleicht ausschalten? So. Na, nicht drücken, der Patrick muss ja auch kommen. Der Papa stopft jetzt alles noch rein. Die ganze Schmutzwäsche und so. Und Baba, geht sich alles aus? Wir haben etwas viele Getränke oder so. Das ist voll und da drüben ist auch. Was ist da drin? Das sind auch voll. Auch mit Getränken. Jo. Ganz ausgefallen werden wir nur Durst haben. Und zum Essen haben wir so eine kleine Tüte. Damit die nicht diese kleine Tüte. Wo sitzt der Philipp, wenn da die ganzen. Essen-Sachen. Philipp muss hier weg. Natürlich nicht. Nimm mir meine Maus, Jojo. Nimm mir meine Maus. Jojo, Maus, Jojo, Jojo. So viel hätte ich nicht mehr rüber. Maus, Jojo. Wie spielst du mit dem Auto, wenn da keine Barbie drin ist? Ja, die Barbie ist zu Hause, sie wartet auf ihr Auto. Die Lara. Ah, das hat du. Die Lisa bringt ihrer Barbie von zu Hause einen italienischen Fiat mit. Gell? Freust du dich? Hey, meine Lieben, ich habe voll vergessen, noch weiter zu vloggen. Wir sind schon länger unterwegs. Oh, Baby ist auch wach geworden. Wir sind locker schon 2 Stunden unterwegs, oder? Sieben Uhr habe ich Kaffee geholt. Ich glaube, es war so 7.30 Uhr. Okay. Ja, auf jeden Fall so circa 2 Stunden sind wir schon unterwegs, haben noch 6 vor uns. Und ja, bin echt müde. Aber schlafen ist nicht so bequem hier. Zwischen den Kindern sitzen, aber wir holen auch heute unsere Hunde ab. Schon mit der Tierpension geschrieben. Also zuerst mal nach Hause abladen und so, Kofferraum leer machen und danach können wir die Hunde holen. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt in Österreich und ja, nicht so lang. Wir sind nicht mehr am Strand. Ja. Wir sind schon weggefahren, genau. Ja, wir haben vorhin ein kleines Riesenmalheur gehabt. Das Witzige ist, dass, also der Kleine hat sich
von oben bis unten vollgekackt. Das letzte Mal, als wir hergefahren sind, genau dasselbe. Also, er sucht sich immer die besten Momente aus und ich habe sogar mein T-Shirt angepatzt beim Wickeln, weil in dieser italienischen Raststätte gab es keinen Wickeltisch und wir mussten uns da irgendwie... Ja, ein bisschen, ja. Nein. Da bist du. Ja, die kleine Kaki Maus. Ja, jetzt wollen wir kurz bei McDonald's stehen bleiben, hier in Villach, und was essen. Es ist Mittagszeit und wir sind alle hungrig. Wir haben dort das kleines Frühstück, was beim Bäcker habe ich geholt, so Süßes. Aber das ist schon alles weggeputzt und jetzt haben wir alle Hunger und jetzt werden wir kurz in Villach stehen bleiben und was essen. Wir sind zu Hause. Er ist ein bisschen nass. Er ist ein bisschen nass, weil es ein bisschen geregnet hat. Bibi! Ja, Party vor. Hi! Bibi! Schau mal, jetzt wieder Bibi! Also, meine, wir sind gerade eben nach Hause gekommen. Wir sind zu Hause. Und ich habe nicht mehr gevloggt, weil es einfach... Ja, wir waren McDonald's, das war so stressig, dass wir einfach ja, nicht gevloggt haben. Es war so viel los in diesem McDonald's, furchtbar. Und jetzt sind wir zu Hause angekommen, es hat so stark geregnet. Oh, mir ist schön. Ist schön. Lass das alles raus. Ich bin immer wieder zu Hause. Ich habe so lange Bauchweh. Du hast glaub Bauchweh gehabt? Ja, ich auch. Alle haben Bauchweh. So, jetzt kommt nochmal die... Ja, komm, das ist raus. Die süße Maus kommt mal raus. Ja, komm raus. Und wie ist es im Haus, Lisa? Hm? In der Haus haben wir in die Schrande gehabt und haben zu Hause gekommen. Es ist immer, immer wenn man nach dem Urlaub nach Hause kommt, schaut alles so fremd aus. Der Nachbar hat den Zaun neu gemacht. Bief, komm! Bief ist schon oben im Haus? Du bist schon im Haus. Ja, Bibi ist schon im Haus. Bibi? Ah! Wie ist es zu Hause? Kennst du das noch? Wo ist deine Wippe? Hä? Hast du deine Wippe vermisst? Oh mein Gott, ich kann. Es ist kein Sand mehr am Boden. Das ist so ein schönes Gefühl. Habt ihr eure Couch vermisst? Ja. Wieso? Ich habe alles vermisst. Alles? Also einfach umweggehen, da zu schlafen. Ich brauche Luft. Ich habe eine Matratze. Ich brauche Luft, ich habe Bauchweh. Ja, ist eine gute Idee. Lüften ist schon mal eine super Idee. Das ist so stickig hier. Ja. Und wieder zurück, back im Game. Unser Lieblingsaufenthaltsort, das Auto. Wir haben mal so schnell ausgepackt zu Hause, haben einen Turbogang eingelegt, wir haben noch mit dem Nachbarn ein bisschen geplaudert, der sich um den Beef gekümmert hat, um die Hühner und um unseren Garten. Also der hat so ein bisschen die Blumen gegossen. Ja, und jetzt sind wir wieder im Auto auf dem Weg in die Steiermark, unsere Baubaus zu holen. Ja. Mit den zwei Kleinen. Also mussten wir Bälle holen und mussten das los. Wir mussten Emmy nehmen. Sehr gut, Lisa. Hat sie alle 5 Hunde aufgezählt. Ja, wir holen jetzt die Doggies und die zwei Kleinen habe ich natürlich mit. Die anderen wollten nicht mit, das geht sie auch nicht aus. Aber die Lara wollte zu Hause bleiben, diesmal mit Michelle. Und die essen jetzt was und wir werden wahrscheinlich was unterwegs essen. Ich bin echt gespannt, wie die Hunde ausschauen, ob sie groß geworden sind. Also zumindest die Babys. Mama, der Bär ist auch klein und der Lucy ist eigentlich groß. Die Lucy ist groß und die Bella ist klein, also richtig gesagt. Ja, meine Lieben, es wird dunkel sein, wenn wir sie holen. Mal schauen, wie ich euch ein bisschen mitnehmen kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir sie heute noch holen. Es hat geregnet. Wir wussten nicht so richtig, ob wir sie holen sollen oder doch morgen. Aber wir haben heute lieber alles erledigt und morgen kümmern wir uns dann um so Sachen wie Lebensmittel einkaufen, arbeiten. Ja, arbeiten ist
Oh, Urlaub ist vorbei. Wobei ich auch. Ich war auf Arbeit. Auf jeden Fall habe ich im Urlaub auch ein bisschen gearbeitet. Also, morgen muss ein Vlog online gehen, aber der ist noch nicht geschnitten. Das ist, wir haben hier genug zu tun. Ja, und deshalb, wir sehen uns gleich bei den Hunden in der Steiermark. Schaut mal, wen wir hier schon geholt haben. Ich konnte leider nicht filmen, meine Liebe. Es war schon so spät dort. Und ja, deswegen zeigen wir euch, die Michelle ist wach. Und noch. Pass auf, die Michelle wird kratzen jetzt. Achso? Ja. Du bist so klein. Hey Lucy. Na komm, Lucy. Oh mein Gott, was ist mit Lucy passiert? Warum ist sie so groß? Sie sind riesig geworden, gell? Goldi? Das ist keine Lucy mehr, sie ist nicht so. Erstmal die Umgebung erkunden. Die Lu- weißt du, wer uns nicht erkannt hat? Wer glaubst du? So, aber die- nur am Anfang, als ich ja. Nicht so gut gesehen habe. Und dann hat die Goldi hat sich am meisten gefreut von allen. Was? Die Bella ist irgendwie, finde ich, nicht so stark gewachsen. Nee, gell? Die Lucy dafür. Hey Lucy! Hey Lucy! Hey Lucy! Ich habe auch lange Beine bekommen wie die Lucy. Aber die Lucy ist die größte. Ich glaube, der Patrick wird. Papa macht einfach die Tür zu. Okay. Ja. Komm. Wer schlägt? Beide auf der Couch. Ich war unten noch mal Puzzle gemacht. Du Puzzle. Du hast das neue Puzzle angebracht. Schau. Leckerlich zu Hause. Chef Amy, bitte, bitte, bitte. Da, du kommst ein bisschen da. Shh. Der Beef hat sich zum Patrick gefunden. Das große Wiedersehen. Lucy. Ist die Lucy gewachsen? Nein. Ist die Lucy gewachsen? Ja. Gott, wir müssen aber, Michelle, diese Koffer steck die in Laras Zimmer, bitte. Weil schon. Die sind heiß. Oh, hä? Die weißt du, wie sich die Goldi gefreut hat, Patrick? Die Sophie hat uns nicht erkannt, aber die Goldi, die ist dann zuerst zum Papa, dann zu mir, dann zum Papa, dann zu mir. Sie ist uns auf den Rücken gesprungen. Tja, die Katze besucht. Hallo Katze. Hallo Kieze, Katze. Ja, Goldi, bist du wieder da? Guten Morgen, meine Lieben. Ja, wir haben heute Montag und dieser Tag wird genutzt, um Lebensmittel einzukaufen, die Koffer auszupacken, die Organizer bzw. und Wäsche zu waschen. Das machen wir heute den ganzen Tag wahrscheinlich. Und E-Mails abarbeiten und Videos schneiden und online stellen, damit es ja, mit den Online-Videos. Mit den Urlaubsvideos losgeht. Aber wenn ihr dieses Video seht, habt ihr schon alle Urlaubsvideos gesehen. Ah, krass. Ja, sollte ich noch sagen? Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass diese Videos haben euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.